Zwei Level haben wir noch in dieser Welt. Schauen wir mal, welcher leichter ist. Ich mache mal zuerst den mit der mit der Hängebrücke. Der sieht nämlich sehr, sehr schön und attraktiv aus. Ups, beinahe wäre ich gefallen. Manche mit Höhenangst. Boah, da ist ein Loch in der Brücke. Fies. Wow, da kann ich wirklich durchfallen. Wow. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Auf zum Level große Treppen, kleine Treppen. Hier kann ich einen Ventilator anmachen. Wie immer, nicht vergessen, ich kann die Ventilatoren auch mitnehmen. Ich sehe schon, wofür ich das brauchen könnte. Hier ist roter Strom, blauer Strom. Kann ich mir den nicht aus dem anderen Level holen? Da drüben irgendwo müsste das Ding hochfliegen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ob das schon despawned ist? Als ich zurückgespult habe, müsste das zurückgesetzt worden sein. Na gut, lösen wir den Level normal. Boah, das ist ja aber auch wieder weit und offen hier. Oh mein Gott, das ist eine kleine Treppe. Ich brauche ein Kistchen, dann komme ich da hoch und kann mir das zweite Kistchen holen. Aber wo ist die erste Kiste? An der mangelt es gerade. Okay. Was haben wir hier? Den Helferschrein. Wie war das nochmal? Wie heißen die Dinger? Ein Bote. Ein Bote muss erweckt werden. Na klar. Ich glaube, das Boten erwecken ist schwerer, als die Levels zu lösen. So, wenn ich da selber drauf trete, kann ich nicht hochfliegen, aber ich kann das Ding ja aktivieren mit einem Rad und dann das zweite Rad anschließen. Oder umgekehrt. So kann ich hier hochfliegen. Hat jetzt hier nicht viel gebracht, aber vielleicht hier drüben. Huch. Ist das kein Button hier? Der tut ja gar nichts. Drauflaufe. Ist der Button verbuggt? Merkwürdig. Da oben ist ein Connector. An den würde ich gerne rankommen. Dazu brauche ich aber auch ein Kistchen. Ich brauche für alles mein erstes Kistchen. Da drüben ist mein erstes Kistchen. Ah. Das war die Tür, die mir gefehlt hat. Alles klar. Also, erstes Kistchen. Erstes Kistchen hilft mir, um an zweites Kistchen ranzukommen. Hopp, hopp. Ja, manchmal, wenn ich jetzt am Anfang direkt rechts abgebogen wäre und das gesehen hätte, hätte ich mir das natürlich als erstes holen können. Manchmal macht man sich selber unnötig schwer. Ich denke dann, das Hochfliegen hier könnte möglicherweise funktionieren, indem ich mich auf die Kiste stelle. Ja. Okay, damit hätten wir den Connector. Dann kann ich roten Strom... Ups! Wo wollte ich roten Strom hinschicken? Da wollte ich roten Strom hinschicken. Das geht, glaube ich, nicht von da drüben. Das müsste ich dann von hier machen. Also nehmen wir das Ding mal wieder raus. Wo geht denn das hier an? Das hat hier irgendwo da... Ach, das ist das da oben. Okay, okay. Deswegen ist ja nichts passiert. Alles klar. Stapeln wir hier mal. Den da nehmen wir wieder auf und legen ihn... Kann ich nicht oben drauf legen. Aber vielleicht jetzt mal gucken, ob das schon reicht. Wo sind meine ganzen Windräder hin? Da ist eins. Das reicht nicht ganz. Da müsste noch eine zweite Kiste dazu. Die kann ich von unten drunter schieben, aber dazu müsste ich... Erst noch irgendwas bringen. Hatte ich noch ein weiteres Windrad? Weil ich muss auch hier oben was drauflegen, damit ich die Kiste da drunter schieben kann. Es muss schon fliegen. Gucken, was ich hier hinten noch machen kann. Achso, ja, hier gibt es ja auch noch mehr Zeug. Okay. Also nehmen wir mal hier noch ein Kistchen mit. Das ist dann die große Treppe. Da brauche ich eigentlich... drei Kisten sogar, um dran zu kommen.
Ja, drei Kisten müssten da nötig sein. Und hier einen blauen Strom. Und hier brauchen wir nochmal roten Strom. Also ich glaube, ich brauche noch eine weitere Kiste. Und die eine weitere Kiste ist offensichtlich dann die hier drüben. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich schon in der Lage sein, das da drüben anzumachen. Was dann möglicherweise... Wie war das? Wie hoch kam das hier? Das will ich gerade nochmal ausprobieren. Natürlich nicht sehen, wo das hinschießt. So, und da kann ich auch jetzt die zweite Kiste drunter schieben. Wo habe ich die denn jetzt stehen? Wo habe ich die jetzt? Ach so, meine zweite Kiste steht. Nee, da, da steht sie. So. Oh. Das reicht nicht. Das ist aber sehr, sehr schade. Das ist aber super schade. Gut, ich kann natürlich auch einfach das Ding oben aufbauen, ne? Das geht da auch. Zumindest wenn ich eine Kiste zum Hochfliegen nutze. Okay, ich kann die Kiste mitnehmen. Ach, ich bin sehr schnell. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Ich wollte das jetzt da hoch transportieren. Kann ich den da drüben hochtransportieren? Jetzt hier einen Ventilator anschließe und den Ventilator da drauf mache. Und dann kann ich hier hoch mit der Kiste und nochmal hier hoch mit der Kiste. Hier hoch mit dem Teil. Und das kann ich dann draufsetzen und es reicht nicht über den Zaun. Ich kann natürlich mit blauem Strom da drüben aufmachen, aber bringt mir das wirklich was? Ja, das würde was bringen, weil dann brauche ich aber einen Connector wieder. Wenn ich meinen Connector verschwendet, dann habe ich auch nichts da geleistet, um hier ranzukommen. Also am allerliebsten würde ich jetzt einfach da drüben drauf stapeln. Ich glaube aber, dass das im Augenblick nicht möglich ist. Okay, eine Idee habe ich noch. Mal angenommen, ich stelle die Kiste da drauf. Ich lege den Ventilator hoch. Ich lege den Ventilator da drauf. Jetzt schmeiße ich den ganzen Kram nach unten. Jetzt kann ich den Ventilator, den Ventilator da drüben anbringen. Fast gut. Ich kann es jetzt nicht draufstellen. Daran scheitert es jetzt. Ich kann das auch nicht festmachen, nachdem die Kiste da draufsteht. Ne?
Das geht nicht. Ah, oh, fast richtig, fast richtig. Also doch mit dem blauen Strom. Was habe ich denn davon? Ich leite den blauen Strom da rein. Das Ding geht auf. Und dann habe ich keinen Connector mehr zur Verfügung, um roten Strom da rauszuleiten. Ach, da ist noch eine Kiste drin. Oh, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Ich bin mal wieder mit Blindheit geschlagen. Ich sage euch, diese Kisten sehe ich nie. Ich bin so blind. Klar, dann ist das ja easy. Das ist meine dritte Kiste. Mit der dritten Kiste kann ich dann die dritte Treppe hier drüben machen. Easy. Super easy. Oder? Das müsste doch was reichen. Wo habe ich denn jetzt alle meine Kisten hin? Schon wieder verloren. So. Soll ich die jetzt drin stehen lassen? Nein, so doof wäre ich doch nicht. Oh, die steht hinten auf dem Button, genau, genau. Da steht sie. So, die bringt mich da hoch. Hopp. 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 Vierte Kiste, super gut. Okay, alle Kisten raus hier. Super gut. Jetzt habe ich alles, was ich jemals brauchen könnte. Bis auf die fünfte Kiste. Die holen wir uns auch noch. Dazu brauchen wir den Ventilator von da oben. Dazu brauchen wir eine Kiste. Ja, jetzt ist es gleich gelöst. Gleich ist gelöst. Ich möchte jetzt mal auf dem hier probieren. Wenn das falsch ist, muss ich vielleicht nochmal umstellen. Aber das wirkt doch eigentlich ganz vernünftig. Da ich das wieder mit einem Ventilator anmachen kann, müsste ich das doch jetzt quasi beliebig hoch steigern können. Ja. Hä? Was ist denn da kaputt? Hä? Das schwebt auf und ab, süß. So, und das kann aber nicht hier rüber schauen. Das ist jetzt noch das einzige Problem. Man muss also irgendwo anders stapeln. Zum Beispiel... ja, da oben vielleicht. Oder halt auf dem Ventilator, den ich noch nicht benutzt habe. Das wäre auch so eine offensichtliche Variante. Also räumen wir das Ding mal ab. War eh viel zu instabil. Ich möchte das Ding da dran anschließen. Zu diesem Zwecke möchte ich einen Ventilator hier drauf packen. Darauf eine Kiste. Dann das Teil drauf. Und den Ventilator hier hinten rein. Um mich dann hier nach oben befördern zu lassen. Und hier eine Kiste auf den Button zu legen. Und jetzt heben wir das hier hoch. Und höher und am höchsten. Und es geht auf. Ja, wir haben unser Teil. Uff. Das war ein wenig langwierig. Zum einen mal wieder deswegen, weil ich die Kiste übersehen habe. Zum anderen, weil ich in der falschen Reihenfolge versucht habe, die Dinge zu lösen.
Aber das ist okay, ich bin nicht sauer auf das Spiel. Ich habe nur vergessen, was ich aufgenommen habe. Ich glaube, das ist schon gar nicht mal so wenig lange her. Aber für das zweite Puzzle hier sollte es immer noch reichen. Okay, das war das, was ich schon mal gesehen habe. Es ist so ähnlich wie das andere. Habe ich den Stern hier schon gesehen? Ich habe den Stern hier noch gar nicht gesehen, oder? Okay, also hier haben wir einen Connector, da haben wir eine Kiste, noch ein Jammer. Jammer doch gerade mal alles, was wir können. So, damit haben wir einen Connector. Jetzt kann ich hier noch jammen. Das da nicht. Das da aber. Hier drin gibt es Buttons, die Türen schließen. Achso, die schließen die Tür und machen den Ventilator an. Das sind wieder so spaßige. Hier kann ich drüber klettern und hoffentlich auch zurück. Ja. Oh Gott, das kommt mir jetzt irgendwie vage bekannt vor. Okay, die Lösung ist, ich jamme einfach die Tür zum Puzzleteil. Wo ist denn die Tür zum Puzzleteil überhaupt? Also ich denke mal, den Connector hier kann ich rüber transportieren. Huch. Ach, ohne Kiste fliegt der nicht. Ja, okay, okay. Der braucht eine Kiste als Flugsupport. Muss ich ihm erst eine Kiste rüber transportieren. Und dann hatte ich doch hier einen Connector, der mir jetzt diese Tür hier öffnen kann. Unnötig. Vollkommen unnötig, der mir das hier öffnen kann. Genau. Hier ist das Teil. Wie komme ich denn da? Das ist der Ausgang. Was muss ich denn da eigentlich aufmachen, um da ranzukommen? Sehe ich noch gar nicht. Ah, und da hinten ist der Stern. Damit erklärt sich auch die Frage. Okay, ich möchte ein Kistchen rüberschaffen. Ist das rübergeflogen? Sah so aus. Um dann alles zurückzuschaffen. Hier bräuchte ich blauen Strom. Das ist aber möglicherweise... Ist das schon für den Stern? So, jetzt haben wir den zweiten Connector rausgeschafft. Und der kann uns diese Tür hier öffnen. Woraufhin der Jammer nicht mehr zum Jammen benötigt wird. Aber was kann er stattdessen jammen? Und ich kann durch die Dinger hier durchjammen. Aber ich kann nicht an dem Tor vorbeijammen. Das da würde ich gerne jammen, das hintere. Das eigentlich bringt das nichts. Eigentlich ist es unnötig, das hintere zu jammen, oder? Was soll ich denn machen? Ich will Strom. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist Strom hier hinbringen. Und das benötigt ein fliegendes Teil. Ein dauerhaft fliegendes. Oder ich bringe den Jammer da hinten raus. Da ich dafür aber nicht genügend Kisten habe, kann das eigentlich nicht die Lösung sein. Hier ist noch eine Kiste. Wie komme ich denn an die ran? Da müsste ich ja auch jammen. Die für den Stern da ist? Mal hier reinschauen, dass ich hier keine Kiste übersehen habe wie letztes Mal. Nee. Okay, also mal angenommen, ich kann das anschließen hier und drüben kann ich nicht mal sehen. Und dann kann ich das auf die Kiste stellen, um es rüber zu transportieren. Das wäre aber ein sehr kurzes Zeitfenster. Dann kann ich das nehmen, hier drauf stellen. Die
Verknüpfung aufrechterhalten und... Ja, das ist ein zu kurzes Zeitfenster mal wieder. Das fliegt da ja nicht lang genug. Weil das natürlich genau hin und her fliegt. Das scheint mir doch durchaus Absicht zu sein. Witzig ist es ja. Aber ausreichend tut's nicht. Was bringt mir denn eigentlich der da? Mal so blöd gefragt. Der müsste doch auch noch irgendeinen Sinn haben. Der befördert tatsächlich Dinge hier hinten rein. Und dann komme ich da raus? Oh, ich komme da raus. Ach, das war ja fast schon unspektakulär. Oh, gut, ich muss ja wieder an die Kiste ran. Komme ich jetzt nicht mehr. Dafür komme ich an eine neue Kiste ran. Die ich dann hier platzieren kann. Und dann den Jammer oben drauf. Ich wusste es wieder. Die Lösung des Rätsels ist wieder, das Ding zu jammen. Ich vertraue keinem Flugrätsel mehr, ganz im Ernst. Ich bin gefangen. Ich kann nicht aufhören, so zu sein. Augen, Hände, Beine, gefangen. Immer dasselbe sehen. Ich kann die Datenaufnahme nicht stoppen. Stopp, 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 stopp. Denk nicht, sei einfach nur. Samsara. Ihr zwei habt euch gegenseitig verdient. Featherless Biped. Okay. Ah, ich stelle da jetzt nicht außen rum, nicht bevor ich das Teil habe. Oh, der Stern ist hier hinten dran, da gibt es eine Treppe. Ich denke mal, dass ich irgendwie auf die Mauer kommen kann, vielleicht. Ach nee, das ist ja auch noch hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Hätte das in irgendeiner Form zur Lösung beigetragen? Wo kriege ich den Strom dafür her? Oh, die Neugier, die Neugier. Wenn ich das jammen könnte, das wäre klasse. Dieser Stern muss unmöglich sein. Dieser Stern ist einfach zu schwer. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung für den Stern. Schauen wir mal, ob sie funktioniert. Wir machen zunächst ganz normal den Anfang dieses Levels, indem wir uns alle benötigten Artefakte holen. Zack, zack, zack. Kistchen. Wir schubsen das Kistchen mit dem Ventilator darüber. Schnappen uns es, um den Jammer nach draußen zu bringen, so wie vorhin auch. Oder wann auch immer ich diesen Stern hier zeige. Und dann holen wir uns das zweite Kistchen. Jetzt kommt der neue Clou, die Neuerung. Wir schubsen die zweite Kiste auch darüber. Man sollte meinen, wir können immer nur eine hier rausbringen, aber das stimmt nicht ganz, denn dieser Zaun hier ist auch etwas niedrig gebaut und bietet nicht den nötigen Schutz. Somit haben wir beide Kisten befreit. Jetzt können wir Kisten hier stapeln.
Also. Hier drüben. Und mit ein wenig Plattforming-Geschick da drauf kommen. Und schon haben wir diese Mauer hier überwunden. Die mit den beiden Toren. Was verbirgt sich dahinter? Noch eine Kiste. Die hole ich mir. Jetzt könnte man denken, ich bin hier gefangen. Ich kann hier nicht raus. Hahaha, von wegen. Es gibt hier einen Hinterweg. Hopp. So. Soweit war ich schon. Ah! Es ist nur die Frage, ob ich hier... Da müsste ich doch jetzt schon an den Stern rankommen. Hopp. Yep. Got it. Also das war so mehr so ein Plattforming-Stern. Bisschen geschicktes Plattformen und schon hat man ihn. Ich weiß nicht, ob es irgendwie wieder anders gedacht war, ob man irgendwie die blauen Tore da hinten aufmachen soll oder nicht. Ist jedenfalls nicht nötig. Ich habe den Stern. Und damit diese Welt bis aufs Letzte abgeschlossen. Yippie! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!